Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt. Die Honigmann-Nachrichten vom 27. September 2016 mit der Nummer 933. Wien. Würden Sie lieber 100 Euro sicher haben oder auf eine 50-50 Chance für den Gewinn von 200 Euro setzen? Die meisten Menschen entscheiden sich in dieser Frage für die sichere Variante. Interessanterweise tun dies auch die meisten Haushunde, nicht aber ihre wilden Verwandten, die Wölfe, wie nun ein Experiment belegt. Wölfe wählen dabei fast immer die riskante Option. Der Grund dafür könnte in der Nahrungsstrategie der Wölfe liegen, vermuteten Biologen. Gutmenschen. Werner Reichel beschreibt einige wichtige psychologische Gesichtspunkte der dekadenten, gutmenschlichen Multikulti-Scheinwelt, wodurch sehr anschaulich deutlich wird, dass die fatale Weltsicht der etablierten Gutmenschen vor allem aus Verdrängung gesellschaftlicher Realität sowie Bequemlichkeit, Angst und Opportunismus resultiert. Genau diese Eigenschaften bezeichnen den verwestlichten, gleich arimanisierten, gleich verjudeten Menschen, die wir in unserer Schrift, worin die Verblödung des europäischen Menschen begründet liegt, tiefergehend analysierten. Für diese Gruppe bedeutet Multikulti vor allem teures Essen beim Nobel-Libanesen, nette und hochqualifizierte Arbeitskollegen aus aller Welt, lateinamerikanische Literatur und so weiter und Gespräche mit Gleichgesinnten über den rassistisch einheimischen Pöbel. Sogenannte Schutzsuchende aus Nordafrika oder Afghanistan kennt man nur aus Funk und Fernsehen. Dort sind die fast immer nett, treuherzig, bedürftig und so weiter. So macht Multikulti Spaß. Vor allen Dingen finden sie jede Menge Geld. Der gemeine Gutmensch vertraut Leitmedien und Meinungsführern. Weil man sich seiner Sache aber nicht so wirklich sicher ist, versichern sich die Bewohner des helldeutschen Biotops mehrmals täglich gegenseitig, dass die bunte Utopie trotz klitzekleiner Rückschläge bald Realität sein wird. Zentralbankenalchemismus. Wenn es um die Bewertung und Beschreibung der internationalen Geldpolitik geht, dann findet Mark Faber meist die treffenden Worte. Im Interview mit CNBC sagt er: Wenn ich an Zentralbanken denke, dann denke ich an Alchemisten. Die versuchten, alle möglichen Pulver und Chemikalien zu mischen, um möglicherweise Gold herzustellen. Und alle scheiterten. Die Zentralbanken heutzutage hantierten im übertragenen Sinne nur mit Wasser, in anderen Worten mit Papiergeld. Das könne langfristig zu keinem guten Ergebnis führen. Selbst wenn die Inflation einsetze, werde man immer weiter eine expansive Geldpolitik betreiben, glaubt Faber. Sie werden weiter Geld drucken. Die Bilanzen der Fed und anderen Zentralbanken werden weiter wachsen, bis das ganze System kollabiert und Sie und ich mit Goldbesitz werden besser dastehen als mit Papiergeld. VSA, Washington, Wall Street. Das politische Schauspiel, das die Amerikaner derzeit erleben, ist nicht neu. Alle 4 Jahre findet in den VSA eine Medien- und Materialschlacht statt, die den Eindruck erwecken soll, das amerikanische Volk stimme auf demokratische Weise über den künftigen Kurs des Landes ab. In Wahrheit wird nur darüber entschieden, wer in den kommenden 4 Jahren vom Weißen Haus aus die Interessen der Wall Street vertreten, das amerikanische Volk durch immer neue Scheingefechte von seinen wahren Problemen ablenken und es durch gezielte Manipulation auf weitere Kriege vorbereiten soll. Die Unterschiede zwischen den Kandidaten Clinton und Trump spiegeln dabei in verschiedenen Standpunkten der amerikanischen Finanzindustrie wider. Im Umgang mit Russland zum Beispiel setzt Clinton auf Konfrontation und die Fortsetzung laufender Kriegsvorbereitungen, während Trump den von Ex-Präsidentenberater Brzezinski propagierten Kurs der Neuausrichtung der Beziehungen zu Russland verfolgt. Alles nur ein riesiges Theater auf der riesigen Bühne. VSA. Angesichts vieler Todesopfer durch Schusswaffen werden immer wieder Statistiken zitiert, die aufzeigen, wie viele Waffen sich doch in den Händen der VS-Bürger befinden. Wie bei jeder anderen Statistik gilt hier ebenfalls der Grundsatz, dass man diese gegebenenfalls aufschlüsseln muss, um wirklich brauchbare Daten zu erhalten. Dies tat die Harvard University in einer Studie. Lediglich 14% der Waffenbesitzer
das sind 3% der VS-Bevölkerung oder 7,6 Millionen Erwachsene, halten insgesamt 50% des gesamten legalen Waffenarsenals der Zivilbevölkerung von immerhin 270 Millionen Schusswaffen. VSA Großbritannien Welt. The Intercept sind bisher streng geheime Dokumente zugespielt worden, die einen bisher verwehrten Blick auf die Aktivitäten in der mit Stacheldraht umzäunten Menwith Hill Station erlauben. Die Dokumente geben erstmalig darüber Aufschluss, dass die NSA die britische Basis bisher verwendete, um eine bedeutende Anzahl von Gefangenen, von Gefangennahmen oder gezielten Tötungen im Mittleren Osten oder Nordafrika zu ermöglichen, mithilfe einer weitreichenden Überwachungstechnologie, die täglich Daten aus mehr als 300 Millionen E-Mails und Telefonaten abgreifen kann. Brasilia, Brasilien. Brasiliens oberster Gerichtshof hat eine Voruntersuchung gegen Staatsoberhaupt Temer wegen Vorwürfen im Korruptionsskandal um den halbstaatlichen Ölkonzern Petrobras genehmigt. Brasilia, Brasilien. Es sei die zentrale Figur im Korruptionsskandal um den halbstaatlichen Erdölkonzern Petrobras, heißt es in der Anklageschrift gegen Brasiliens früheren Präsidenten da Silva. Die Anklage war diese Woche in der Großstadt Curitiba im Süden des Landes erhoben worden. Lulas Anwälte wittern ein Komplott gegen den Mitbegründer der linksgerichteten Arbeiterpartei. Das Ziel bestehe darin, seine Kandidatur bei der Präsidentenwahl 2018 zu verhindern. Ägypten, Europa. Ägypten ist eine tickende demografische Zeitbombe. Der Migrationsdruck wächst jährlich an, doch die Hilfsgelder versickern im Militärapparat des Regimes. Präsident al-Sisi droht schon damit, die Schleusen nach Europa zu öffnen, wenn nicht noch mehr Geld fließt. Wunderbare Erpressung weltweit hier. Deir ez-Zor, VSA, IS. Die syrische Armee hat Verhandlungen zwischen Amerikanern und IS-Kämpfern vor dem Bombenangriff auf Deir ez-Zor abgehört, erklärte die Vorsitzende des syrischen Volksrates Abbas. Sie teilte mit, dass Damaskus Beweise erbringen kann, dass die VSA die Stellungen der syrischen Armee in Deir ez-Zor absichtlich angegriffen hätten. Weitere Details sollen Abbas zufolge später veröffentlicht werden. Türkei, New York. Die Ratingagentur Moody's hat türkische Staatsanleihen auf Ba1 heruntergestuft. Anders als zum Beispiel die Springer-Zeitung Welt titelte, ist das noch nicht Ramschniveau, sondern bedeutet, dass kein Kauf mehr empfohlen wird. Die Türkei wird also künftig höhere Zinsen auf ihre neu ausgegebenen Staatsanleihen zahlen müssen. Moody begründete die schlechteren Noten einerseits mit den wachsenden Risiken im Zusammenhang mit dem Bedarf an Auslandskrediten und andererseits mit der Abschwächung des Wirtschaftswachstums und der geringeren staatlichen Stabilität. China. In der Periode von Januar bis August sind insgesamt 3,56 Millionen neue Firmen gegründet worden. Dies geht aus Statistiken der staatlichen Verwaltung für Industrie und Handel, der SAIC, hervor. Durchschnittlich wurden täglich 14.600 neue Firmen gegründet, wodurch die Durchschnittszahl 2015 von 12.000 nach SAIC-Angaben bereits übertroffen wurde. Insgesamt gibt es in China 82,59 Millionen Marktkonstruktionen, sagte SAIC. Philippinen, Russland, China, VSA. Der philippinische Präsident Duterte will nach eigenen Worten dieses Jahr Russland und China besuchen, um eine politische Allianz mit den Ländern zu bilden, die mit der VS-Außenpolitik nicht einverstanden seien. Nach Dutertes Äußerung haben die Philippinen, also die ehemalige VS-Kolonie, in den Beziehungen mit den VSA den Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt. Daher will Duterte seine politische Verbindung mit den Staaten festigen, die in der internationalen politischen Arena mit Washington wetteifern. Moskau, Syrien, VS, Westen. Der Westen mit den VSA an der Spitze kommt seinen Syrien-Verpflichtungen nicht nach. Der oberste Befehlshaber der VSA, Obama, hat, wie mir immer beteuert wurde, die Kooperation mit Russland unterstützt. Er hat das selbst beim Treffen mit Präsident Putin in China bestätigt. Anscheinend wollen die Militärs Obama nicht gehorchen, sagte Russlands Außenminister Lavrov.
als Moskau nach dem Angriff auf den VN-Hilfskonvoi in Syrien eine umfangreiche Ermittlung forderte, habe dies eine seltsame Reaktion in den USA ausgelöst. VS-Außenminister Kerry habe erklärt, Russland sei in jedem Fall schuld. Na schon klar. Er wurde anscheinend an die Wand gedrückt, weil er von den VS-Militärmaschinen heftig kritisiert wird. Moskau, Russland. Nach monatelangen hitzigen Debatten entschied sich Russland, den gesamten GMO-Saatgutanbau und die GMO-Tierzucht in der Russischen Föderation zu verbieten. Am 24.06. verabschiedete die russische Duma die dritte, finale Version eines Gesetzentwurfs, der Import und Produktion von genetisch modifizierten Organismen verbietet. Nach dem neuen Recht hat die russische Regierung auch die Möglichkeit, jeglichen Import von GMO zu verbieten, von denen sie negativen Einfluss auf menschliche Gesundheit oder Umwelt annimmt. Russland. Eben jene Tatsache, dass deutschen Produkten ein guter Ruf vorauseilt, machen sich findige russische Unternehmen zunutze, indem sie Marken mit deutsch klingenden Namen erfinden, sehr kreativ, oder gar deutsche Marken mitsamt passender Legende erdichten und deutsche Herkunft oder gar Produktion behaupten. Dreist. In letzterer Kategorie ist beispielsweise Schreibwarenhersteller Erich Krause einzuordnen. Die wenigsten wissen, dass die Stifte nicht aus Deutschland kommen. Ukraine, VSA, Moskau. Mit der angekündigten Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine würden die VSA gegen internationale Verpflichtungen verstoßen, erklärte der Direktor der Abteilung für Nichtverbreitung und Rüstungskontrolle des russischen Außenministeriums Ulyanov gegenüber Sputnik. Ulyanov weist darauf hin, dass das Ziel der Wiederherstellung eines dauerhaften Friedens in der Ostukraine mit Lieferung tödlicher Waffen nicht vereinbar wäre. Straßburg, Ukraine. Mit einer absoluten Stimmenmehrheit, 38 Befürworter gegen 4 Nein-Stimmen, hat gestern der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments für die Aufhebung der Visapflicht für ukrainische Bürger gestimmt, berichtete RIA Novosti. Diese Entscheidung wird noch in einer Plenarsitzung im Oktober vom Europaparlament genehmigt werden müssen. Belgrad, EU, Russland. Die serbische Regierung verhandelt zwar mit Brüssel über einen EU-Beitritt. Europäische Sanktionen gegen Russland wolle man jedoch nicht mittragen, erklärte der serbische Vizepremier und Außenminister Dacic. Wörtlich sagte Dacic auf einer Pressekonferenz im serbischen Außenministerium: Das Verhängen von Sanktionen gegen Russland widerspricht den nationalen Interessen Serbiens. Punkt. Da gibt es nichts mehr zu besprechen. Sehr gut. Calais. Frankreichs Präsident Hollande hat bei einem Besuch in Calais die endgültige Schließung des Flüchtlingscamps zugesichert. Die Regierung werde in diesen Weg zu Ende gehen, sagte Hollande. Im als Dschungel von Calais bekannten Lager in der Nähe des Hafens am Ärmelkanal hausen etwa 7000 Migranten in Hütten und Zelten. Immer wieder versuchen Asylkriminelle auf Lastwagen in Richtung Großbritannien zu gelangen. Schweden, Multikulti, Albtraumland. Mit Schweden verbinden viele Menschen unberührte Natur, Angeln, Elche und allenfalls noch den Automobilhersteller Volvo. Mittlerweile steht Schweden aber für weitaus mehr, allerdings im negativen Sinne. Schweden ist das Multikulti-Land Nummer 1 in Europa. Den Schweden geht es unter allen Völkern Europas besonders hart an den Kragen. Bei uns bekommen das viele wegen der zensierten Medien kaum mit, aber ethnische Schweden haben heutzutage nicht mehr viel zu lachen. Deutschland, Asylindustrie. Wegen der vielen Asylforderer ist die Nachfrage nach Wohnraum in den letzten Jahren ständig gestiegen. Entsprechend gut ist die Stimmung in der Immobilienbranche. Zudem bestünde noch sehr viel Potenzial, so Vorstand Heuer vom Hamburger Immobilienkonzern TAG laut Focus. Genauso profitiert 2016 die Baubranche enorm. Deutschland ist im Bauboom. Die Bewilligungen für Wohnungen in Wohnheimen, so auch Flüchtlingsheimen, seien verglichen mit 2015 um 142% gestiegen.
Insgesamt wurden in dem Bereich 13.794 Wohnungen genehmigt. 2015 erst 5.700, ergaben aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts. Beide Geschäftszweige wittern Milliardengewinne. Frankfurt am Main, Berlin, Deutschland. Die Lobbyorganisation Pro Asyl, die sich für ein Bleiberecht für alle stark macht, so ein Irrsinn, jammert, dass in Deutschland zu wenige Flüchtlinge und Migranten anerkannt würden. Ich jammer bald ein bisschen mit dir. Die Organisation wittert eine Verschwörung. Es drängt sich der Verdacht auf, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei der Anerkennung von Syrern, Eritreern, Irakern und Afghanen Vorgaben des Bundesinnenministeriums folgt, heulte Geschäftsführer Burkhardt zur Zeitung Die Welt. Bundesinnenminister de Maizière müsse offenlegen, ob sein Haus die Entscheidungen über Asylanträge beeinflusse. Ansbach, VSA. Die VS-Armee hat beschlossen, ab 2017 die Zahl ihrer Einheiten in Ansbach zu verdreifachen, um östliche NATO-Partner zu unterstützen. Deutsche Wirtschaftsnachrichten schrieb, die Region werde wahrscheinlich zum Militärzentrum für Einheiten ausgebaut, die nach Osteuropa verlegt werden sollen. Schon ein Irrsinn an sich. Tübingen, GEZ. Das Landgericht Tübingen hat dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit einem aktuellen Beschluss vom 16.09.2016 mehrere schwere Schläge versetzt. Grundsätzlich wurde eine Zwangsvollstreckung gegen einen Rundfunkgebührenverweigerer als unzulässig erklärt. Das wurde auch mal höchste Eisenbahn, dass es mir jemand so entscheidet. Die gute Nachricht. Wenn 1968 in Deutschland ein Kind das Licht der Welt erblickte, wurde es sofort gegen einen Vitamin-D-Mangel geschützt. Es wurde eine Spritze mit 5 Milligramm Vigantol verabreicht. Dies können wir einem restaurierten Impfausweis entnehmen. Die Injektion wurde gegeben, damit Kinder vor Rachitis geschützt waren. Wenn wir heute von 200.000 Einheiten Vitamin D hören, halten wir das für eine enorm hohe Dosis. Tatsächlich ist es nur genau die Begrüßungsdosis, die Säuglinge in der Zeit nach der Geburt vor einem Mangel an Vitamin D bewahrt hat. Und die zweite gute Nachricht: die unendliche Harmonie des Universums. Das Universum ist eine unendliche Harmonie von schwingenden Wesen in einer fein abgestimmten Rangordnung verschiedener Stadien von Ausdehnen zusammenziehen. Das Gleiche geschieht in unserem Bewusstsein. Wenn wir in Freude, Glück und der Liebe leben, dehnt es sich aus. Leben wir in Angst, Leid und Trauer und so weiter, zieht es sich zusammen und unsere Schwingungen werden dichter. Jeder von uns hatte sicherlich schon einmal eine Phase in seinem Leben, in der er glaubte, das Negative anzuziehen. So ist es auch, denn wir leben auf dem Masseplaneten Erde und hier wird das Prinzip der Verdichtung sehr schnell wirksam. Niedrige Schwingungen ziehen das Negative um uns herum an, da muss es zurzeit ziemlich viele negative Schwingungen geben, und es manifestiert sich. Es ist wichtig zu wissen, dass wir uns immer von dem Standpunkt ausdehnen können, wo wir gerade sind. Befindest du dich gerade in einer Negativphase, dann nimm sie liebevoll an. Du kannst dich fragen, was mache ich hier gerade auf dieser Ebene? Schau sie dir an und lasse sie zu, denn auf diese Weise wird sie sich schnell auflösen. Lässt du die Liebe hier einfließen, begehst du die höchste und heiligste Handlung, weil die Energie der Liebe immer in Bewegung ist und das Nichtliebende mit umschließt. Leider versuchen viele Menschen, sich ausschließlich als freundlich, gut und weise vorzustellen. Sie versuchen, Pendel zu sein, der nur nach einer Seite schwingt, und sägen damit am Ast der Wirklichkeit. Das Heilmittel gegen solche Vorstellungen besteht darin, alles, was kommt, anzunehmen und zu lieben. Das Leben ohne intellektuellen Widerstand zu erleben, denn wo Liebe beständig und unser Gewahrsein geöffnet ist, werden wir verstehen, wie es möglich ist, Widerstände, Gegensätze und Paradoxien in sich zu enthalten. Wenn du dich bemühst, mit deinem Problem oder einer störenden Erscheinung fertig zu werden und sie liebst, wirst du ganz schnell anfangen zu realisieren, dass nichts von dem bedrohlichen Bösen, das dich geplagt hat, aus der Welt verschwunden ist. Aber dein Gefühl der Hilflosigkeit wird verschwunden sein. Du wirst lernen, deinen Weg durch Turbulenzen hindurch zu lenken und zu gegebener Zeit werden sie dir nicht mehr begegnen. Fand ich sehr treffend und passend. Und dann noch einen kurzen Spruch von Aristoteles.
Wenn auf der Erde die Liebe herrschte, wären alle Gesetze entbehrlich. So viel dazu. Und das war's mal wieder für heute. Wie immer bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, fürs Zuhören, wünsche allen einen schönen Dienstagabend und verbleibe wie immer die Biene vom Honigmann. Und tschüss und viele herzliche Grüße an alle.